Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, zu Hearts of Iron 4 mit Japan hier bei eurem Tastenhauer mit dem japanischen Kaiserreich, jetzt inzwischen am 5. Mai 1942. Wir stellen jetzt unsere Divisionen hier allmählich Richtung Osten auf, denn wir wollen hier möglichst schnell durchbrechen, um diesen kleinen, sich andeutenden Kessel. Naja, so klein ist der gar nicht. Das sind ja auch immerhin schon, ihr seht es hier, 14 und nochmal 13 Divisionen. Also es sind ja um die 30 Divisionen, die wir hier einkesseln können. Von insgesamt rund 130 an der Front. Das ist schon eine ganze Menge. Also das könnte eine kleine Entscheidung Richtung Ostfront schon bringen hier. Und dann habe ich gesehen, dass hier die Invasion in Tarawa gerade unterbrochen wird von eingeschifften Truppen. Das wird jetzt auch spannend werden, vor allen Dingen, weil hier sogar noch eine zweite Truppe unterwegs ist. Das schauen wir uns jetzt mal an, ob das diese eine Einheit überhaupt schaffen wird, gegen beide vorzudringen. Es sieht aber ganz gut aus. Das scheint auf Dauer doch zu klappen. Das müssten wir eigentlich hinkriegen, sobald der erste hier rausgeht. Das ist sogar eine französische Division mit drin. Das ist ja eine Frechheit. Hier wurde jetzt schon gelandet, das hat geklappt. Das ist ja wirklich verrückt, dass die hier noch Einheiten aufgestellt haben. Ja gut, das sind verlorene Einheiten für sie. Und hier unten werden jetzt gleich auch die Invasionen parallel gestartet. Dann haben wir hier noch ein sowjetisches Handelsschiff versenkt, ein britisches noch dazu, sehr schön. Ja, und hier wird weiter gekämpft. Das dauert eben eine kleine Weile. Und bald haben wir auch endlich mal diesen bekloppten Flughafen erobert, dass wir da endlich mal... Genau. Dass wir die Flugzeuge endlich mal verlegen können hier. Unsere Marineflugzeuge nach hier drüben. Und dann denke ich mal, werden wir die hier hinschicken. Das ist sinniger an der Stelle. Okay. Gut, was gibt's hier schon wieder? Ich habe das doch gerade erst eingestellt und jetzt sind hier schon wieder die nächsten Trollos, die hier irgendwo reingesetzt werden müssen. Hier, macht euch auf den Weg und haltet's Maul. Das ist wirklich manchmal super nervig. Kaum hat man irgendwelche Einheiten zugeordnet, kommen die nächsten fünf oder zwei. Ja, das ist wirklich nervig. So, hier drüben gibt's jetzt nochmal eine Landung. Ja, warum eigentlich auch nicht? Hier die Briten wieder mit ihren nächsten Divisionen, die sie ja unendlich nachspawnen lassen können, offenbar. Ja. Lassen wir es mal dabei stehen. So, es gibt schon wieder ein versenktes Schiff von Australien hier. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir Papua-Neuguinea auch endlich komplett erobert. Dann kannst du mal nach Port Moresby ziehen. Sehr schön. Und wir haben auch hier noch ein australisches Schiff erneut versenkt. So, das klappt ja alles ganz wunderbar. Dann schauen wir mal hier. Machen wir erstmal Befehlslöschung, wo wir das nicht mehr brauchen. Nehmen wir das dann weg. Hier in Tarawa hat es auch geklappt. Die Einheiten wurden besiegt. Wunderbar. Ah, dafür stehen sie jetzt hier oben. Ja, okay, da können sie gerne stehen bleiben. Mit null Versorgung. Bitteschön. Da werdet ihr krepieren. Zweimal Garrison Template haben sie da aufgestellt. Okay. Naja, sie wollten wohl ihre letzten Einheiten dort retten, aber das wird nicht gelingen. So, hier sieht es auch ganz schön eng aus, muss ich sagen. Also, ob wir das schaffen, ich hoffe es doch. Hier drüben, das schaffen wir auf jeden Fall so ohne weiteres nicht. Tja, und hier haben sich jetzt die Einheiten auch schon schön verteilt. Also, da können wir jetzt nicht wirklich effektiv viel machen. Da im Osten, im russisch-fernostöstlichen Gebiet. Da geht nicht mehr viel. So, die Flugzeuge hier, die brauchen wir eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Das bedeutet für mich, die schicke ich mit an die Ostfront, ne? Denke ich mal. Ach so, wir dürfen ja wieder hier nichts... Warum eigentlich nicht? Ah, ich glaube, da hatte ich einen Tipp in den Kommentaren erhalten. ob wir hier... Freiwillige können wir ja nicht entsenden, aber ob man nicht irgendwie hier... Ja, es geht scheinbar doch nicht. Ach Mann, ist das blöd. Ich kriege keinen Zugang zu den Flughäfen. Ich weiß nicht warum. Ich habe Zugang zu den Flughäfen von Italien, aber nicht zu Deutschland. Obwohl hier nichts anderes ist bei denen. Ich verstehe das nicht. Also gar nicht, wirklich. Null.
Kann ich das hier irgendwo festlegen? Doch auch nicht, oder nicht? Hä? Warum wird hier ein Unterschied gemacht? Das ist dasselbe Bündnis hier. Also das verstehe ich nicht. Beim besten Willen. Das ist total bekloppt. Ich gucke es mir jetzt nochmal ganz genau an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss doch hier Flugzeuge stationieren können in einem befreundeten Land, mit dem ich ein Bündnis habe. Das kann ja nicht sein. Und das hat mit Anlege und Zugang nichts zu tun. Das hat auch nichts mit Freiwilligen oder Expeditionstruppen zu tun. Die wir ja auch nicht entsenden können. Auch nicht nach Italien im Übrigen. Ist genau dasselbe in Grün. So, Italien verleiht Spanien Anlegerechte. Italien verleiht uns militärischen Zugang. Hat Freiwillige aus Spanien. Ja, das ist okay. Und Deutschland verleiht uns militärischen Zugang. Das ist es doch, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Also das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Warum kann ich hier keine Flugzeuge stationieren? Das ist doch total behindert. Also, sorry für den Ausdruck, aber das ist wirklich total... Das ist absolut sinnbefreit. Weil selbst wenn ich denen jetzt alles wegnehme, hier alle Aufträge, ich... Kriege sie nicht verlegt. Zum Mäusemelken. Gelten die immer noch als alte Luftfreiwillige? Das ist ja eigentlich auch nicht wahr. Ich habe sie ja aus Japan gerade erst geholt, quasi vor wenigen Monaten. Das ist doch alles... Hä? Das sind italienische Freiwillige hier, oder was? Was ist denn das Symbol hier? Bretagne? Da steht eine italienische Flagge, eine Nebenflagge daneben und dann die Treibstoff-Dinger. Was heißt das? Was macht das Spiel und warum erklärt es mir das nicht? Ey, ich kriege hier wirklich einen Föhn, ehrlich. So, ich schicke euch jetzt nach Japan zurück. Es ist jetzt hier, reicht mir jetzt. Ihr werdet jetzt direkt hierhin geschickt nach Birobidzhan. Und könnt da gerne hier angreifen. Peng. So. Dürft ihr gerne eure Aufträge wahrnehmen. Das war's. Ihr werdet in Europa nicht helfen können, weil die bescheuerte Spielmechanik für niemanden verständlich ist. I have no freaking clue. Keine Idee, was hier gemacht wird. Dass die hier als italienische Freiwillige offenbar gelten. Es ist mir echt ein Rätsel, was das Spiel da macht. Macht auf jeden Fall keinen Sinn. Schade. Vielleicht gibt's irgendeine logische Erklärung. Dann schreibt sie mal in die Kommentare, wenn ihr die kennt. Ich kenne sie nicht und bin ehrlich gesagt auch wirklich tief sauer, dass sowas im Spiel so dermaßen 0,0 erklärt wird. Was so wichtig wäre. Wenn ich hier einen Weltkrieg führe, dann muss ich doch die Flugzeuge in fremden Ländern stationieren können, die mit mir verbündet sind. Das ist doch völlig sinnbefreit, ehrlich. So, durchmarschieren bitte. Diese komische Grenze macht mal wieder weg. So, das ist abgeschlossen. Oh, die sind auch gelandet. Wunderbar, in Frankreich gab es da keine Probleme hier. Das heißt, ihr könntet das Ganze hier nochmal kurz euch einverleiben. Ja, und ihr könntet jetzt nochmal eine Landung hier unten hin machen. Könnt ihr das schon mal vorbereiten. Ja. Und die dürfen jetzt hier gammeln irgendwie. Hoffe doch, dass die da keine Unterstützung mehr haben. Einkommen plus 3. Ja, natürlich. Aus dem Nichts wahrscheinlich. Fragen über Fragen. So. Ihr macht hier gleich weiter. Geht aber nicht, weil zu viele andere Dinge noch aktiv sind. Ja, da müssen wir halt ein bisschen warten. Das ist jetzt ja kein großes Problem. Okay, dann haben wir ja hier auch schon fast alles erobert, was zu erobern war. Dann kommt es noch drauf an, wann wir den Gegner hier besiegen. Das sieht aber ganz gut aus, dass wir das vielleicht noch schaffen. Oh Gott, das wird wieder knapp.
Ja, weil die zu wenig nachgeben hier, die Luschen. Jetzt aber, jetzt dürfte es klappen. Okay, da haben wir ein australisches Handelsschiff besiegt. Ja, die Gegner werden jetzt hier auch weggewischt. Die Holländer, das ist kein Problem. Ja, wie gesagt, die sind jetzt auf dem Weg. Das wird dauern bis zum 19. Mai, aber das geht ja noch. Gut, dann lassen wir das halt. Keine Luftunterstützung für diese Einheiten. Panzer rücken schon mal an die Front vor. Und wir haben jetzt hier maschinengestützte Entschlüsselung 2. Das ist ganz gut, hilft uns aber auch nicht so viel. Aber ich möchte jetzt nicht noch mehr Bauvorhaben hier blockieren. Wir müssen jetzt sehen, dass wir das mal endlich hier gebaut bekommen. Das ist nämlich hier schon sehr viel, was wir hier im Auftrag sitzen haben. Und immer noch werden hier Klamotten für den Export verwendet. Auch das wird dann vorbei sein, sobald wir genug politische Macht bald haben. Gut. In Ordnung. So, dann warten wir noch auf genug Organisation hier. Das kann jetzt ja auch nicht mehr ganz so lange dauern. Wenn sich hier noch abgemüht und abgekämpft wird. Ja, es sind 4 Divisionen. Das wird natürlich eine heiße Geschichte hier. Allerdings sind die hier schon fast besiegt worden. Vielleicht stoßen wir durch den Wald vor. Ist natürlich für die Panzer irgendwie total doof, aber für die Infanterie wäre das eine Variante. Vielleicht schicken wir schon mal 2 hier mit hin. Ah, der ist fast... Ah, der ist am Ende. Schade. Ja, jetzt müssen wir das alleine austragen hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Das macht es jetzt nicht einfacher, aber vielleicht kriegen wir das ja sogar gewuppt alleine hier. Hier ist auch irgendwie gar keine Luftunterstützung angeblich. Ja, 0-0. Puh, das ist aber eine harte Division hier oben. Wenn wir die anderen wenigstens wegbekämen, dann hätten wir eine Chance. Ansonsten wird das hier wahrscheinlich nichts werden. Ja, obwohl, die eine ist gleich raus. Das könnte noch was werden. Mal gucken. So, Rumänien. Rumänien ist im Krieg. Nein! Ah, um Himmels Willen, da müssen wir uns jetzt ja noch mehr beeilen, dass wir hier durchkommen. Jetzt ist Rumänien eingestiegen in den Krieg. Oh, was ist ja ein Timing hier. Warum auch immer Peru die reingerufen hat, ist auch egal. Aber Rumänien. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt geht's an der Ostfront richtig rund, liebe Leute. Jetzt muss Russland hier alles besetzen, während sie hier im Krieg sind, im Kampf aktiv drin sind. Und wir werden sie jetzt hier auch locker besiegen können. Sehr schön, unter leichten Verlusten nur. Ja. Zieht sich aber schon ganz schön hin wie so ein Kaugummi, ne? Und die wollen jetzt natürlich abhauen hier, ist ja klar. Logisch. Das heißt, ihre Verteidigungsboni sind immerhin weg, aber es hat jetzt keinen Zweck, hier anzugreifen. Wir warten lieber ab, bis die hier unten sind. Das ist, glaube ich, besser. Also, es ist doch eine Art von Offensive hier im Mai, die jetzt hier stattfinden kann. Auch wenn sie für uns sehr, sehr aufreibend war, aber dafür haben sich die anderen jetzt ein bisschen schonen können, hier die Verbündeten. Oha. So, bald sind sie weg. So, und die beiden, die könnte ich jetzt aber noch besiegen. Ich glaube, das könnte uns gelingen. Probieren wir das mal. Und dann schicken wir die Panzer nämlich schon mal mit und den schicken wir auch schon mal hinterher. Und dann gucken wir mal, wie uns das hier so gelingen mag oder auch nicht. 80 gegen 40, die sind halb so breit. So, die haben wir alle besiegt, das ist schon mal gut. Dann haben wir zumindest hier den Gegner besiegt. Na, vielleicht kriegen wir das hier hin, dass wir die einschneiden können, einkesseln können. Die Möglichkeit ist doch realistisch. Und jetzt hat sich hier Deutschland auch nach in den Norden Richtung Memel freigekämpft. Hinter Königsberg hat Suwalki erobert, also Polen ist jetzt wieder in deutscher Hand. Stehen jetzt hier vor Grodno. Also jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Sehr spannend, muss ich ja sagen. So, oh, Griechenland hat Vlorë verloren als Stützpunkt. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht für unsere Truppen hier. Die aber auch total...
Probleme haben, offenbar. Okay. Hm. Ja, die müssten den Hafen hier unten eigentlich noch kriegen, in Epirus. Das wäre super wichtig. Ich glaube, das ist auch ein größerer, ne? Nee, das ist ein einer Hafen. Na, aber das läppert sich. Mal gucken, ob sie da selbstständig was hinkriegen. Ich habe ja so meine größeren Zweifel daran. So, die Spionagenetzwerke werden immer größer, sind auch bisher nicht gestört worden. Also keine Verhaftungen und nichts. Wir sind bei 55%. Ja, Seegefechte gibt auch einen Bonus, weil wir ja teilweise britische Konvois mit versenken. Ja, da sind also unsere U-Boote in Zukunft auch gut. Ah, und die sind alle da. Die sind alle da. Sehr schön. Oh, dann können wir sie jetzt einzeln befehligen. Also erstmal müssen wir ja Räume festlegen. Und wir sehen jetzt ja hier... Nee, was sind das hier für Unterstützungsdinger? Das sind aber unsere, ne? Wir sehen die von Großbritannien, glaube ich, noch nicht. Moment mal. Falsche Ansicht. Nochmal bitte in die Spionagemappe. Wir sehen... Ja, die Handelsrouten erst bei 70%. Das ist schade. Da müssen wir jetzt ein bisschen raten gehen. Aber das werden wir mal machen. Es ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier das Ganze auch gut durch Zerstörer abgedeckt werden kann hier. Also hier will ich mich nicht rumtreiben. Wie... Ach, guck mal, unsere Reichweite ist so weit, dass wir sogar bis an die Ostküste der USA vordringen könnten. So, wisst ihr was? Dann nehmen wir hier die Labradorsee. Und diese hier. Die vier zentralen Gebiete, die versuchen wir... Versuchen wir abzu... Ja, zu blockieren, kann man jetzt nicht sagen, aber irgendwie möglichst zu stören. Mal gucken. Wir schauen uns mal an, wie gut das gelingt. Und nehmen alle auf Konvoiüberfälle mit. Na, die gehen jetzt alle drei auf denselben erstmal. Aber sie haben auf jeden Fall die Reichweite, hier überall hinzukommen. Das ist gut. Ja, eigentlich müssten wir hier auch die beiden auch mit dazu nehmen. Aber das wird natürlich für drei U-Boote unmöglich abzublocken sein. Vielleicht kriegen wir noch mehr in Zukunft dahin. Schauen wir mal. Es gibt ein neues Schiff, die Noshiro. Ein leichter Kreuzer der Agano-Klasse ist endlich fertig. Super. Ja, ich habe euch noch gar nicht gezeigt hier, die Yamato ist auch fertiggestellt. Das setzt natürlich viele Kräfte frei. Ja, wir sollten die natürlich erstmal A trainieren, B muss sie irgendwann eigentlich Stolz der Flotte. Eigentlich ist sie das ja von vornherein. Das Problem ist, Stolz der Flotte kostet 100 politische Punkte und wir haben sie nicht. Wir brauchen alle Punkte, die es jetzt gibt für... Die geschlossene Wirtschaft erstmal und dann für umfangreiche Rekrutierung. Da kommen wir nicht drum herum. Das wird also dauern, bis wir das machen können. Ich kann es leider nicht ändern. Aber schon mal schön, dass die Yamato fertig ist. Es zeigt uns auch oder heißt auch für uns, dass wir jetzt viel mehr Kapazitäten für diese Zerstörer und U-Boote übrig haben. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt weitere U-Boote zum... Erweitern auch reinbringe. Genau, das zweite Schiff wird jetzt hier gebaut, die Musashi. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, historisch haben sie das in einen Träger umgewandelt. Mich nicht alles täuscht. Irgendwie so in einen Träger dann verwandelt oder so. Das können wir ja machen, wenn wir einen neuen Träger rumfahren. Ich glaube, das wäre... Schauen wir mal, ob wir in die Richtung auch was tun. Das werden wir uns dann später angucken. Hier sind noch alte Kreuzer, die ich weggestellt habe. Ja, ansonsten könnte man eben schauen, dass man zum Beispiel hier diese U-Boote schon mal verbessert. Vielleicht zwei Stück. Das ist hier ein Typ B-U-Boot. Dass wir das hier noch verbessern bis zu 5 Tage. Die U-Boote. Boote hier weiß ich nicht. Könnte man natürlich auch noch gucken. Die Rohklasse kann man auch aufwerten. Die Kaidai 6 natürlich auch. Und hier drüben hatte ich noch ein U-Boot. Das würde ich aber zuerst machen, die beiden Typ B-U-Boote. Und dann muss ich die wiederum allerdings hier... Ja, dann, wenn sie da sind, in der Priorität nach oben setzen. Na gut.
Okay. Ja, aber dann können die schon mal hier ihre Operationen starten, die drei. Das ist doch gut. Das gibt uns ja auch ein bisschen Spionagevorteil aufgrund von möglichen versenkten Schiffen. Schauen wir mal, ob das klappt. So, hier sind wir jetzt drin. Ja, der Feind zieht sich zurück. Hier besiegen wir ihn auf jeden Fall locker. Da können wir jetzt ja hier noch ein bisschen mit zulangen von der Seite. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann geht das hier nämlich noch ein bisschen schneller. Das sieht doch gut aus. Alle fliehen. Wann sind die Panzer da? Oh, fast angekommen jetzt, ne? 5 km/h, noch eine Stunde. Um 11 Uhr sind sie eingetroffen. Und damit ist der Kessel fast geschlossen. Jetzt sind hier einige Einheiten noch drin, die hier auch abhauen oder nach Rumänien ziehen wollen. Das wäre natürlich blöd. Das müssen wir sowieso verhindern. Deswegen würde ich sagen, wir stoßen gleich weiter vor. Wir lassen hier überhaupt keine Ruhe. Die brauchen 6 Stunden, 19 Stunden, 5 Stunden. Ja, das sollten wir verhindern. Also egal, wie schwer der Kampf jetzt wird. Das müssen wir verhindern. Wir müssen durchstoßen, damit hier der Kessel zugeht. Das wird natürlich schwer gegen diese Truppen, das weiß ich. Aber ich will sie lieber aufhalten, bevor sie hier in die nächsten Provinzen kommen. Hoffentlich, ja, hier ist schon wieder ein Nachschubproblem. Hoffentlich kriegen wir die dann rechtzeitig noch besiegt. Also es wird jetzt hier knapp werden. Hier kriegen wir sogar einen Gegenangriff nochmal. Ja, die wissen jetzt, was ihnen blüht, ne? Die wollen jetzt auch hier rüber wahrscheinlich. Ich glaube, Rumänien hat sich hier nicht aufgestellt, oder? Rumänien ist jetzt im Krieg. Können mal Militärzugang erbitten von ihnen. Das können wir sowieso mal machen. Ja, hat Durchmarscherlaubnis erteilt. Ja, hier kriegen wir den Sieg hin. Das ist kein Problem, aber hier unten eher nicht so, ne? Das wird jetzt eine harte Geschichte hier. So, sind unsere Flugzeuge denn da inzwischen hier im Osten? Ja, sind sie. Und jetzt frage ich mich, ob ich die jetzt quasi nach Deutschland verlegen darf. Nö. Never mind. Das ergibt doch alles keinen Sinn hier. Also das ist wirklich strange. Na gut, dann helfen sie uns jetzt hier im Russisch-Fernost. Das ist dann eben so. Ah, guck mal, wir sind hier durchgedrungen. Dann können wir hier auch gleich weiter vorstoßen. Das sollte uns gelingen. Hier geht es in die Unterstützung rein. Und die kommen jetzt auch hinterher. Okay, und da können wir von der anderen Seite hier wahrscheinlich zumachen. Das müsste uns dann gelingen. Oh ja, das sieht gut aus, liebe Leute. Und hier wird es spannend sein. Das will ich jetzt unbedingt heute noch erleben, ob wir das schaffen quasi. Es ist möglich. Also, es sind viele Truppen hier, aber wenn wir die besiegt haben, sind sie hier drüben eingekesselt. Dann müssen wir natürlich gucken. Ja, die sind dann gekesselt. Also, die Versorgung ist dann weg, die sie hier noch haben. Die Gebirgsjäger fliehen schon. Das sind jetzt noch 2 Kavalleristen und 3 Infanterie. Also, das ist jetzt auch nichts Panzerlastiges, was hier steht. Das ist alles Infanterie. Guckt euch das mal an. Hier ist kein einziger Panzer. Wo sind die Panzer? Haben sie die etwa alle in Fernost aufgestellt? Hier ist eine motorisierte Einheit. Hier ist eine leichte Panzereinheit. Hier auch. Also haben sie etwa ihre Panzereinheiten hier in Asien aufgestellt? Tja, die mittlere Panzereinheit steht hier irgendwo in der Mongolei. Das ist ja völlig Harakiri, was sie hier machen. Aber dass sie so wenig haben. Ach, hier steht auch noch eine. Gott, ist die... Um Himmels Willen. Was für eine Entscheidung aus Moskau. Wer trifft denn? Was ist denn mit Stalin los? Ist der besoffen oder was? Der braucht doch die Panzertruppen hier an der Front. Und er hat nix. Das ist ja wirklich witzig, muss ich jetzt ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja wirklich witzig hier. So, da wurden Truppen überrannt. Es wird gleich ein Gegenangriff kommen, aber ein total schwacher natürlich. Der wird hier nicht erfolgreich sein. Und damit werden wir jetzt hier den Angriff auch sofort unterstützen. Und dann sollte sich das bald erledigt haben hier. Auch wenn sie jetzt viele Truppen hier noch rausziehen können. Das ist jetzt halt das Ärgerliche, ne?
Ja, das ist wirklich schade, dass sie hier viele Truppen rausziehen dürfen. Ah, sie haben jetzt auch schon hier erhebliche Nachschubprobleme, wir aber auch. Und es gab ein Flottenschlachtergebnis. Oh ja, die Zerstörer und die ganzen Kreuzer von Australien haben versucht, die U-Boote abzufangen, waren aber nicht erfolgreich. Oha. Das ist natürlich heftig. Okay, die werden noch trainiert. Die sind noch nicht so weit. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Die U-Boote müssten auf dem Weg sein. Ja, die fahren hier auch schon fleißig rum. Und sie haben auch schon kolumbianische Schiffe gesichtet. Ja, was man so findet hier. Die Azoren haben natürlich Einsatzgruppen. Ja, das könnten natürlich böse Einsatzgruppen sein aus unserer Sicht. Also Zerstörer-Einsatzgruppen. Schauen wir mal. Bislang aber nur dieser eine Einsatz, der hier vollzogen wird. Die Briten hier wurden schon wieder besiegt. Ja, und jetzt stehen sie hier nur noch in Griechenland. Also, die Alliierten sind meiner Meinung nach, müssten die Alliierten hier völlig in Grund und Boden geschwächt sein. Also, da dürfen wenig Truppen übrig sein. Ein paar britische sind natürlich immer noch da. Die haben ja immer wieder Freiwilligendivisionen. Aber ich glaube nicht, dass das reicht, um sich gegen die Achsenmächte dauerhaft durchzusetzen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. So, die Deutschen nutzen das auch, um hier weitere Entlastungsangriffe durchzuführen. Das gefällt mir. Ups, ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier einen Unterstützungsangriff machen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es immerhin geschafft. Es sind ein paar Truppen rausgeflohen, aber einige haben es... Oh, guckt euch das mal an. 4, 6, 7, 8, 9 plus 4 sind 13, 14 und 4 sind 18... 22, 23 und 7. 30 Divisionen sind jetzt hier abgeschnitten worden durch uns. Und das können wir sicherlich halten hier. Ui, 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 ui. Das ist natürlich ein riesengroßer Erfolg hier auf Dauer. So, und das aktive Sonar haben wir auch noch abgeschlossen. Sehr schön. Dann werden wir im Anschluss jetzt Unterwasserbombenwerfer entwickeln. Auch die gehören schon fast zu State of the Art in diesem Jahr. Und es gibt noch ein Flottenergebnis hier. Oh, unsere Kampfflotte und 50 taktische Bomber haben eingegriffen in diesen Kampf, aber leider nur einen Konvoi versenkt. Aber immerhin, der schwere Kreuzer HMAS Australia wurde beschädigt auf 84% immerhin. Na gut, gucken wir uns das mal an im Detail. Beschädigt Todesstoß, Kreuzerum Faguro. Achso, hat beschädigt, nee. Handelskonvoi beschädigt, aber alles andere steht hier nicht drin. Komisch. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Konvoischiff versenkt von den Australiern. Super. So, diese ganze Geschichte hier, die kann doch jetzt eigentlich auch schon mal starten. Und warum das immer noch aktiv ist, weiß ich nicht. Das kann jetzt auch mal aufhören. Und da können wir uns hier noch mit zurückziehen. Die gehen zurück, das passt. Da können wir nämlich jetzt auf Neuseeland hier den Blick werfen. Oder auch auf die Fidschi-Inseln. Hier müssen wir auch noch überall hin. Dann würde ich sagen, dann bleiben wir hier. Aber wir stellen schon mal ein, dass hier jetzt weitere Eroberungen kommen sollen. Ja, warum eigentlich nicht hier auf die Fidschi-Inseln? Können wir zumindest schon mal planen. So, die Gegner hier werden aber nicht... Geh nicht kaputt. Die kriegen wir doch hier jetzt auch niemals besiegt, ne? Wo haben die jetzt... Wo haben die jetzt Versorgung? Es ist kein Hafen mehr da. Was zum Geier? Wo haben die drei Einkommen her? Das ist so lächerlich. Es ist echt so lächerlich. Ja gut, dann weiß ich jetzt, wo ich meine Infanterietruppen, die ich hier noch stehen hatte, wo ich die hinpacke. Beziehungsweise diese Truppe zumindest kommt dann hier noch mit drauf. Und eine von der Port Moresby-Truppe kommt auch noch hier mit hin. Dann können die zu zweit versuchen, die zu besiegen. Mal gucken, ob denen das gelingt. Meine Güte, ey, das ist ja...
Das ist ja wirklich hart lächerlich. So, das kann weg. Warum das nicht weggeht, weiß ich nicht. Okay, aber wir haben jetzt wirklich einiges an Inseln erobert. Es steht im Prinzip nichts mehr da. Ihr könnt dann auch mal raus. Und danach könntet ihr nach Port Moresby ziehen, glaube ich. Genau, und dann schauen wir mal, was wir mit euch noch machen. Das ist jetzt erstmal auch nicht ganz so zeitkritisch. Zeitkritisch ist, dass wir hier gewinnen. Oh, das wird aber eine knappe Angelegenheit. Hier haben sie doch 5 drinne. Aber dann haben sie hier drüben keine mehr. Dann greife ich jetzt hier nochmal die 2 an. Und dann legen wir hier alles rein, was wir haben. In der Hoffnung, hier gewinnen zu können. Mal schauen. Okay. So. Aber ihr seid hier drüben eingekesselt und das zählt. Denn das bedeutet... Ja, sie haben jetzt hier noch aus irgendwelchen Gründen auch wieder einen Siegpunkt oder was? Ja, Stanislavov. Aber ansonsten haben sie keine Versorgung mehr. Das ist gut. Und Tschernowitz wird immerhin von einer rumänischen Einheit gehalten. In Odessa ist auch schon irgendwas passiert. Oh Gottes Willen, Fallschirmjäger oder was? Ich weiß es nicht. Leute, Leute, das ist ja hier eine Chaotik. So, jetzt ruckelt's. Achso, ist Autospeichern angesagt. Es wird schon immer länger. Ja. Ja, die Deutschen rücken natürlich jetzt vor und vernichten diese Truppen. Perfekt. Genau so soll es sein. So, Leibpacht widerrufen interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass diese Truppen hier nicht mehr wegkommen. Jawohl, hier sind befreundete Truppen. Hier können sie auch nicht einfach einmarschieren. Wunderbar. Und selbst die Truppen hier wurden auch jetzt irgendwie besiegt. Also sowjetische Offensive sofort zurückgeschlagen und ins Gegenteil verkehrt. In eine Gegenoffensive und einen riesengroßen Kessel verwandelt hier. Wo die Truppen jetzt ohne Ende verlieren werden. Stanislavov wird bald fallen. Und dann hat sich das Thema erledigt hier. Wunderbar, was für ein großer Anfangserfolg an der Ostfront gleich. Das sieht doch richtig gut aus. Und das schwächt die Sowjetunion weiter. Warum die hier ihre Panzer stehen haben, ich weiß es nicht. So, noch ein Ergebnis. Oh, wir haben noch einen Konvoi vernichtet hier. Aber die Flotte wieder nicht erwischt. Und haben hier immerhin die HMAS Australia um 3% beschädigt mit den taktischen Bombern. Na gut. So, hier drüben ist auch noch ein Konvoi versenkt worden. Sehr schön. Und auch hier drüben noch ein Konvoi versenkt worden. So, hier wird immer noch gefightet. Aber ein kolumbianischer Konvoi wurde definitiv schon versenkt. Und ein zweiter beschädigt. Mal gucken, ob der sich zurückziehen kann. Ihr seht, ja, für die Abdeckung bräuchten wir mehr. Bräuchten wir mehr U-Boote im Atlantik. Ich weiß auch nicht, was die Deutschen hier haben. Oder ob die überhaupt irgendwas im Atlantik haben. Aber das ist wichtig. Oh, und hier oben sind Zerstörer. Oh ja, das ist fies. Das ist gefährlich hier in der Labradorsee. Ja, vielleicht sollten wir die lieber rauslassen. Das ist dann doch ein bisschen heiß vielleicht. Dass wir erstmal in diesen Gebieten bleiben. Weil das lohnt sich nicht, dass unsere U-Boote, die topmodern ausgestattet sind, dann noch versenkt werden. Das muss nicht sein. So, es war jetzt eine extra lange Folge, liebe Leute. Aber ihr habt, glaube ich, Verständnis dafür. Denn das hat sich gelohnt, dass wir hier diese, ja, diese knapp 30 Divisionen hier schon einkesseln konnten. Das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg für die Achsenmächte hier an der Ostfront. Und tja, mit den Alliierten, da haben wir auch aufgeräumt in dieser Session. Und wir haben auch ganz viele Inseln in Südostasien schon erobert und können uns jetzt demnächst dann Neuseeland und dann auch Australien zuwenden. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und ja, mal gucken, was machen eigentlich jetzt die USA? Intervention in Asien! Was ist das denn? Alexander Van de Griff wird General, da passiert aber noch nichts, ne? Aber Kriegsplan Orange werden sie dann wahrscheinlich nehmen. Und den können sie dann ausführen. Das heißt, wahrscheinlich einen Kriegsplan starten. Dann sind wir bestimmt im Krieg mit denen. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass innerhalb von 3-4 Monaten jetzt der Krieg ausbricht. Ohoho. Das würde ich zumindest so interpretieren. Oh Mann, dann wird es nochmal richtig spannend. Während jetzt hier die Alliierten hier auch weiter zurückgedrängt werden. Oh mein Gott. Da wird ja auch Mexiko in den Krieg gezogen. Ach du liebe Zeit. Oh Mann, das wird ja heftig werden. Oh Mann, also das wird an Dynamik... Wir haben ewig viel noch zu tun. Ich bin super gespannt auf die nächste Staffel. Ich hoffe, ihr auch. Was für Ereignisse. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tastenhauer sagt. Ciao, ciao.